Die Tage werden immer kälter. Nun denken bestimmt viele, dass sie ihre Pflanzen und Blumen, die sie am Balkon und draußen haben, einquartieren müssen für den Winter. Ist das richtig soweit? Das kommt ganz darauf an, was für Pflanzen das sind. Die Dezeger, weichere Pflanzen, zum Beispiel jetzt wie Geranien oder Fuchsien, wo man überwintern kann ohne Probleme, gehören jetzt sicher langsam herein. Obwohl 0 Grad bis plus 1 Grad sicher noch nichts tut. Man muss auch immer von der Mousse gehen, was meistens an der Wand da sind und dort eigentlich geschützt sind. Wenn man jetzt sagt, wir haben Minusgrade an der Wand, dann haben wir immer noch Plusgrade. Andere Sachen, wie jetzt Oleander, dort überhaupt nicht so minus 1, 2 Grad oder auch eine Olive. Die kann man ruhig noch viel länger rüsten. Je länger man rüsten lokal, desto besser das der Pflanze. Weil meistens das Problem ist, dass es beim Leute selber überwintern und haben sehr wenige einen optimalen Platz zum Überwintern. Es gibt Leute, die es haben, aber einige Monate, man kann es im Keller bestellen und bedenken eigentlich gerne, dass die Pflanze auch im Winter Wasser und auch Licht brauchen und eigentlich eine gewisse Wärme, nicht so warm, eine gewisse Wärme. Oder? Es gibt bei uns im Vorarlberg einige Betriebe auch, wo überwintert werden. Also wenn man die anruft, die kommen die Pflanzen holen, dann die sachgerecht zurückschneiden, dann im Frühling, was auch die meisten Leute vielleicht vergessen, im Frühling noch kläre den Entferner. Dann tut man ein bisschen Auftung und dann eine kleine frische Erde dazu. Und das meint die eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Keine Frage, es kostet auch Geld. Ich meine, es muss derjenige genauso sein Gewächshaus heizen, aber die holen die Pflanzen zu der Zeit, wenn es kühler wird, wie abgemacht wird mit diesen Leuten, und bringen im Frühling noch die Pflanze in einem sehr guten Zustand oder einem Top-Zustand. Gibt es eine gewisse Richtlinie, wann es denn höchste Zeit ist, die Blumen hereinzuholen? Das kann ich nur mal sagen, weil wenn man momentan schon, es wird, einmal haben wir warm, einmal haben wir kalt. Wenn es einmal richtig kalt wird und es kommen wirklich die Nachtfröste, wo blieben, da hätte ich sagen, muss man die Pflanze, wo ich jetzt gesehen habe, wo man länger draußen stehen kann, rein tun. Die andere Pflanze, wo ich gesehen habe, wo man vorher einwintern muss, kann man jetzt langsam dran denken zum Einwintern. Was muss man denn beim Einwintern beachten? Also wie macht man das? Beim Einwintern, was muss man bedenken? Also die Wohnung zum Überwintern ist sicher zu warm. Wenn man denkt, im Winter werden die meisten Wohnungen zwischen 18 und 22 Grad geheizt. Also das ist, dann macht die Pflanze also keine Ruhephase mehr. Also das ist zu warm. Das richtige Überwintern, sage ich, ist ein sehr heller, also ein heller Keller. Also große Fenster, wo genug Licht hineinkommt, also wo genug Tageslicht hineinkommt. Und die richtige Temperatur liegt bei 1 bis 4 Grad. Alles, was höher ist, sage ich, ist zu warm. Es gehören einige Pflanzen, da wird ein Rückschnitt gemacht, also Containerpflanzen, zum Beispiel Topfrose oder so, wo in schönen Töpf sind, wo man überwintert, weil vielleicht die Gefahr da ist, wenn sie in einem kleinen Topf sind, was eine Froschgefahr vorhanden ist. Also wenn der Wurzelball gefriert, ist die Gefahr da, was die Pflanze kaputt ist. Schneidet man jetzt zurück, man gibt da Olive jetzt an Formschnitt zum Beispiel, wenn es eine Kugel hat oder irgendwas. Vielleicht noch zuletzt, es gibt auch Pflanzen, die ohne weiteres auch draußen stehen bleiben können, den Winter über. Welche wären das jetzt grob gesagt? Zum Beispiel, ich sage jetzt, wenn Rosen in einem sehr großen Topf sind, wo die Gefahr nicht vorhanden ist, oder auch bei Bambus, wo die Gefahr nicht vorhanden ist, bei, dass also der Wurzelballer darf nicht durchgefrieren. Das ist in dem Moment der Tod für die Pflanze, sage ich, weil sie nicht eingesetzt ist, muss ich sagen, oder? Das ist das Problem, oder? Und aber nicht vergessen, auch im Winter, wir haben oft trockene Winter, dass man das nicht vergisst zum Gießen. Man muss zum Beispiel auch hier unter dem Winter Sträucher, wo im Freien draußen gesetzt sind, zum Beispiel auch gießen, weil es einfach, wie die letzten Winter immer gesehen sind, sehr trocken sind.